Dienstagvormittag, herzlich willkommen zu Volle Kanne. Die Sendung heute könnte ein bisschen aufs Kreuz gehen, weil wir sammeln Pilze und das geht aufrecht natürlich überhaupt nicht. Vor allem aber lernen wir was über sie, wo und wann man sie findet, welche harmlos sind und welche giftig. Pilzexperte Karl-Heinz Schmitz nimmt sie nicht nur mit in den Wald, sondern kommt auch zu uns ins Studio, neben vielen anderen Themen, die wir die kommenden 90 Minuten für Sie vorbereitet haben heute. Ich muss gleich zu Beginn muss ich mich selber in der Sendung korrigieren, weil du hast uns deine Biografie nicht mitgebracht, denn du hast noch gar kein Exemplar. Ja. Es gibt kein Papier. So ist es, genau. Die sollte eigentlich heute erscheinen. Erstmal schönen guten Morgen allerseits. Ja. Die sollte heute erscheinen und die Druckerei hat gesagt, nein, am 18. wir haben nicht genug Papier. Wusste ich auch nicht. Es gibt doch kaum noch Weinkartons. Also wenn du Wein bestellst, aufpassen, gibt keinen mehr. Also diese Lieferketten kommen auch schon bei deiner Biografie. Ja, ich weiß nicht, ob es am Holzmangel liegt oder an was anderem. Keine Ahnung. Jedenfalls war das eine Schreckensnachricht, weil eigentlich war alles darauf abgestimmt, dass das Buch heute hier liegt und rauskommt. Ist halt so, kann man nichts machen. Also wir haben ein Exemplar bekommen zur Ansicht vorher. Es ist übrigens, also du kennst es ja noch nicht, dein eigenes Buch, aber ich kann dir sagen, es ist ziemlich schwer. Ja. Also zumindest die Exemplare, die wir in der Hand haben. Hochwertig. Da du, ja, ja. Das sind dicke ja. Pappendeckel draußen und so. Ja, ja, so soll das sein. Da reden wir später noch intensiv drüber, genau. Es ist wahnsinnig viel erlebt. Wir haben jetzt gerade eben im Einspieler zu Beginn Bilder aus den 80ern gesehen. 80er, heute großes Thema bei uns in der Sendung. Dauerwelle feiert ja 150 Jahre. Ja, hatte ich Jahre. Ja auch mal, genau. Hattest du wirklich eine Dauerwelle, waren die Haare echt? Nein, das war eine Mini-Plee, nannte sich das damals. Gibt es jetzt aber wieder. Die Jungs haben das heute wieder als Formwelle. Darum haben die auch immer so wahnsinnig tolle Haare. Die haben nicht alle wirklich tolle Haare, sondern das ist eine neue Art von Dauerwelle. Ist wieder ganz in. Ja? Das ist ja abgefahren. Ja, ich dachte, meinen dünnen Haaren brauche ich das nicht mehr. Aber der Kollege Thomas Gottschalk, die Locken waren immer echt. Das denke ich mal schon, ja. Nicht, dass wir hier einen Skandal aufdecken. Nein. Oh, so ich glaube, also da könnte ich nicht zu beitragen, dass die nicht echt waren. Ich glaube, die waren echt. Ja, doch, auf jeden Fall. Hast du da richtig Zeit und Geld damals investieren müssen, damit das so aussah, wie es aussah, wie wir es eben gesehen haben? Nö, das war einfach nur praktisch, das zu machen. Und das war damals die Zeit, da hat man das gern gemacht. Und mein Gott, also jetzt würde ich es auch nicht mehr machen. Nein, also wirklich nicht. Also wenn man die Bilder sieht, fragt man sich ja auch, hast du all diese Momente noch im Kopf? Ich meine, es ist ja, das war schwierig, als ich das Buch geschrieben habe. Kult war nicht geplant, hieß ja der Titel, heißt der Titel, weil einfach Kult, Formel 1 war Kult und das war nicht geplant, sonst hätten wir es nie machen können. Ich habe das natürlich alles noch im Kopf, musste aber ziemlich viel nachdenken. Und grundsätzlich war es ja so, dass viele gesagt haben, Mensch, die 80er, das ist alles wieder sehr gefragt. Man sieht ja, Pop-Rocky gibt es jetzt wieder als neue Ausgabe. Ja. Die Leute sind so ein bisschen süchtig danach und viele haben gesagt, schreib das doch einfach mal auf. Und dann habe ich das gemacht, wollte aber keine Biografie schreiben, weil ich dachte, so wichtig bin ich auch wieder nicht, sondern habe versucht, so ein bisschen auch zu vergleichen zwischen gestern und heute, auch ein paar neue Zeitströmungen mal zu beleuchten, wie ich die so sehe. Darum ist auch relativ dick geworden. Wir haben nachher ausreichend Zeit, darüber zu sprechen und freuen uns auch für das Porträt, das wir zu dir gemacht haben. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte immer sehr gerne unter vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren auf unserer Volle Kanne Facebook-Seite. Jetzt kommen wir zu unserem Top-Thema des Tages. Seit gestern kosten ja die Corona-Bürgertests wieder Geld. Das finden die einen gut, die anderen weniger. Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht erklärt uns gleich, welche anderen neuen Corona-Regeln ab November auf uns zukommen. Vorher das Update aus unserer Redaktion und die Reaktionen dazu auf der Straße. Seit gestern ist Schluss mit kostenlosen Corona-Tests in Deutschland. Das Gesundheitsministerium hat diese neue Regel per Verordnung eingeführt. Gratis bleiben die Tests vorerst nur noch für Kinder, Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch nach Beendigung einer Corona-Quarantäne bleibt der Test kostenlos. Das Echo in der Bevölkerung ist geteilt. Viele haben das Geld nicht und der Staat hat Geld und ein Lockdown, wenn kommen würde, würde das uns mehr kosten. Jeder Bürger hat das Angebot bekommen, sich impfen zu lassen und ist freie Entscheidung. Wenn er es nicht möchte, dann bin ich dafür, dass der Test auch dann bezahlt wird. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich blöd, weil ich denke, das ist wieder so Impfzwang durch die Hintertür und Beschneidung eigentlich der Rechte. Ich will über meinen Körper schon bestimmen können, was ich reinlasse und was nicht, ob ich mir eine Impfung gebe oder nicht. Schwangere und 12- bis 17-Jährige erhalten nur noch bis Ende des Jahres mindestens einen Gratistest pro Woche. Sie sollen dadurch mehr Zeit für Impfungen haben. Künftig kosten die Tests zwischen 10 und 40 Euro, je nach Anbieter.
Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben bislang rund 5 Milliarden Euro für kostenlose Bürgertests ausgegeben. Die Stadt Tübingen geht einen Sonderweg. Hier bleiben die Tests für alle gratis, finanziert durch Spendengelder. Das Zertifikat nach dem Test erhalten aber nicht alle. Zertifikate stellen wir aber nur aus für Schwangere, für Leute, die eben unter 18 sind, Kinder, Jugendliche, dann für Menschen, die eine Kontraindikation zum Impfen haben, dann für Menschen, die immunisiert sind, also sprich die Antikörper haben. Auch wirtschaftlich schwache Menschen aus dem Kreis Tübingen bekommen einen kostenlosen Testnachweis. Damit die nicht schlechter gestellt sind wie ein Geschäftsmann, der sagt, ich habe keinen Bock auf Impfen, ich hol mir halt das Attest jeden Tag. Für den Fall, dass die Spendengelder nicht mehr reichen, will die Stadt die Tests aus eigenen Mitteln weiterfinanzieren. Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, ist bei uns. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Christoph. Jetzt wird es ja neue Regeln geben, neue Corona-Regeln, Christoph. Jetzt wird es ja neue Regeln geben, neue Corona-Regeln ab November. Du weißt schon welche. Ja, das ist zum einen natürlich die, das ist das Wichtigste für die Leute, weil da geht es an den Geldbeutel, das kostet etwas. Und dann gibt es natürlich diese neue Regel noch mit der Quarantäne, wenn man in die geschickt wird. Das gilt übrigens in Nordrhein-Westfalen schon jetzt, seit gestern. Bundesweit wird das dann ab dem 1. November gelten. Mhm. Wenn ich in die Quarantäne geschickt werde, weil irgendwo ein Fall in meiner Nähe aufgetaucht ist mit einem positiven Test und ich muss jetzt also in die Quarantäne, dann gibt es keine Lohnfortzahlung mehr. Ja, das heißt nicht, das haben manche Leute falsch verstanden, wenn ich selbst erkrankt bin und deswegen in Isolation muss, dann bin ich erkrankt, dann gibt es natürlich nach wie vor die Lohnfortzahlung. Aber wenn ich sozusagen sicherheitshalber wegen eines Kontaktes zu einem Infizierten, bin selber fraglich, gar nicht klar, ob ich infiziert bin, wenn ich dann in Quarantäne muss, dann gibt es keine Lohnfortzahlung mehr. Warum machen die das? Wollen die einfach, dass die Leute von sich aus dann weniger den Kontakt zu anderen suchen, um dem zu entgehen? Das glaube ich nicht, sondern es ist ja auch ganz oft zwischen den Zeilen und manchmal auch ganz expresses Verbes gesagt worden, es geht darum, den Impfdruck zu erhöhen. Ja. Man möchte gerne haben, dass die Leute sich impfen lassen. Und im Prinzip finde ich es ja gut, dass sich Leute impfen lassen. Die Frage ist bloß, ob man jetzt die, wir haben ja eine gar nicht so schlechte Impfquote, müssen wir vielleicht gerade noch kurz ansprechen. Über 80% bei den Erwachsenen, genau. Es macht ja keinen Sinn, immer die ganze Bevölkerung zu nehmen, wenn sich 9 Millionen sowieso nicht impfen lassen können, wie die Kinder. Ja, dann kann ich die ja nicht in die Prozente mit einrechnen. Und das sind wir also, wie gesagt, bei den Erwachsenen bei um die 80%. Das ist so schlecht nicht. Da muss noch was obendrauf kommen, ganz richtig. Aber die, die jetzt zweifeln, ob ich die mit dem Druck kriege, ein paar Jahre, habe ich selber schon mitbekommen, die dann sagen, ich wollte ja nie, aber jetzt, das ist mir zu blöd. Ja, vielleicht, aber die Hardcore-Zweifler, die wird man damit auch nicht bekommen. Lass uns über Long-Covid sprechen. Jetzt haben Forscher mehr oder weniger durch Zufall wohl ein Medikament gegen Long-Covid-Symptome gefunden. Was hat es damit auf sich? Also das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Mal sehen, ob sich auch wirklich alles so darstellt, wie es momentan ausschaut. Es gab ein Forschungsmedikament, kann man sagen. Es hat einen ganz tollen Namen, BC007. Also Humor haben die Leute, die 007 haben wirklich einen Anklang auf James Bond. Das ist kein Zufall. Nein, kein Zufall. Und Berlin Cure heißt das BCE, also weil es aus Berlin kommt. Also wirklich eine ganz interessante Geschichte. Das war eigentlich in der Herzforschung eingesetzt worden, beziehungsweise getestet worden, weil da braucht man auch, oder da gibt es eine Erkrankung, wo Autoantikörper, die gegen eigene Organe gerichtet sind, die man abfangen wollte. Und die Ophthalmologen, also die Augenärzte in Erlangen, haben sich das Ganze angeschaut. Da gibt es auch so eine Erkrankung, wo das Abfangen wichtig sein könnte. Die haben damit geforscht. Und jetzt hatten sie einen Patienten, der hatte das eine, aber der hatte auch Long-Covid. Und man hatte sich überlegt, naja, die Durchblutung ist ein Problem. Das war die Sache auch am Auge. Und wenn die Durchblutung schlecht ist, aufgrund eines solchen gebildeten, innerhalb der Covid-Erkrankung gebildeten Covid-Erkrankung gebildeten Autoantikörpers, dann könnte das da vielleicht auch wirksam sein. Die haben das ausprobiert und jetzt kommt das Sensationelle. Das hat nicht Wochen gedauert, bis man mal irgendwie eine kleine Wirkung sieht, sondern innerhalb von Stunden ging es dem Mann deutlich besser. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja auch ein bisschen Placebo-Wirkung. Der hat gesagt, tolles Medikament. Dann geht es dem auch so einfach empfunden besser. Nein, objektiv die Daten. Man hat inzwischen zwei weitere Patienten behandelt und da ist Ähnliches passiert. Also wirklich sensationell. Es scheint so zu sein, als wäre dieses Medikament
noch nicht zugelassen. Tatsächlich eine gute Möglichkeit, Long-Covid zu behandeln. Aber jetzt gleich der Dämpfer. Wer jetzt sagt, ich rufe mal schnell in Erlangen an, weil dann können die mich vielleicht auch testweise behandeln, ist ja wie gesagt noch nicht zugelassen. Das machen die aktuell nicht. Die planen eine Studie. Man kann sich auch dafür dann einschreiben lassen oder sagen, hallo, ich möchte gerne. Aber aktuell behandeln sie niemanden damit. Aktuell haben wir auch Erkältungswelle. Der Herbst kommt mit großen Schritten. Es wird nass und kalt draußen. Auffällig ist, dass viele Kleinkinder mit einer RS-Virus-Infektion zu kämpfen haben. Was ist das für eine Krankheit? Also das ist keine neue Erkrankung, die gibt es schon ewig. Respiratory Syncytial oder deutsch respiratorisches Syncytialvirus. Das ist ein RNA-Virus, macht eine Erkältungskrankheit. Fast alle Menschen sind damit durchseucht. Schlimm ist das bei Frühchen und bei sehr kleinen Kindern. Da kann das wirklich zu ganz bösen Hospitalisierungspflichtigen, also die Leute müssen ins Krankenhaus, Erkrankungen und Symptomen führen. Diese Erkrankung gibt es immer im Winter, gibt es immer so einen Peak. Jetzt hat man gesehen, schon vor einigen Wochen, dass in den Kinderstationen die RS-Viruszahl der Patienten damit deutlich angestiegen ist, zu einer Zeit, wo es eigentlich nicht hingehört. Man nimmt an, dass das damit zusammenhängt, während der Corona-Zeit, Masken etc., gab es die ganze Ausbreitung von Viren kaum. Und da war auch mit RS nichts los. Und jetzt rächt sich sozusagen ein bisschen, jetzt kommt dieser Peak. Man hatte dann gesehen, es geht auch wieder runter, jetzt geht aber auch gerade wieder hoch. Denn normalerweise ist das, wie gesagt, Januar, Februar. Wir müssen also damit rechnen, dass insgesamt Erkältungskrankheiten, Viren in diesem Winter verstärkt auftreten. Übrigens auch die Grippe. Deswegen der Hinweis, gerade jetzt dann sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Denn dieses Jahr ist es sicher sehr viel eher ein Thema als letztes Jahr. Da hat es man ja auch vermutet. Aber durch das Masketragen und die Abstände war das nicht. Haben wir auch schon ausführlich darüber gesprochen. Grippe und Corona-Impfung zusammen ist kann überhaupt man parallel kein rechts, links Problem. Genau. Herzlichen Dank, Dr. Christoph Specht. Und bis zum nächsten Mal. Weiter geht's bei uns mit diesen Themen. Peter, ganz ehrlich, in der Zeit, wo das jeder hatte und jede vor allem, wie groß war der Dauerwellenanteil in deinen Shows? 90% würde ich sagen, oder? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die hatten alle. Ja, ja, genau. Aber es gibt ja eben die Locken, die kleinen Locken, und es gibt dieses etwas fülligere, da sieht man es nicht so unbedingt. Ja, ja, das stimmt. Wie lange haben die Jungs von Modern Talking. Wie lange haben die gebraucht, um diese unfassbare Föhnwelle? Da durfte niemand in die Garderobe, insofern weiß ich das nicht. Das war alles top secret. Aber, aber wenn die Show um 20 Uhr losging, waren die schon morgens um 9 da, oder? Ja, ganz so nicht. Aber ja, ich glaube schon, das dauert ein bisschen. Ja, ja, nun, das musste alles schön gestylt sein. Das stimmt, ja, ja. Jetzt lassen wir die Locken der anderen mal hinter uns und kümmern uns um deine. Beziehungsweise um deine Welle. Ja. Denn die neue deutsche Welle hat in deiner Karriere eine große Rolle gespielt. Peter Illmann hat die 80er voll mitgenommen. Peter Illmann hat die 80er voll mitgenommen. Er ist der Moderator, der untrennbar mit der neuen deutschen Welle verbunden ist. Peter Illmann hat aber damals nicht alles der NDW. Peter Illmann hat aber damals nicht alles der NDW sofort umgehauen, erinnert sich der heute 62-Jährige. Ja, ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil ich damals beim Bayerischen Rundfunk war und habe sämtliche Platten, die rauskamen, geschickt bekommen, um die abzuhören. Und unter anderem war auch Da dabei. Und ich habe die aufgelegt und dachte, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und habe sie wieder weggelegt. Und das war's. Ich hau auf den Tisch. Illmann hatte alle Größen vor dem Mikro. Und vergessen Nina Hagen. Also ich habe dich also erlebt also als wirklich toll. Ich finde dich toll, mag dich sehr. Ja, stimmt. Ich mag dich doch auch. Ah, schön, darum verstehen wir uns ja. Formel 1, das Pflichtprogramm für alle Musikfans in den 80ern. Peter Illmann war und bleibt das Aushängeschild der Kultsendung. Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere. Hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres. Aber der Produktion waren dann die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend. Ich sitze auf einem Turm mit Scheinwerfern. Was ist das? Ein Leuchtturm natürlich. Und schon 68 Folgen lang moderiert Illmann die Sendung. Und bei seinen ganz speziellen Moderationen nimmt er kein Blatt vor den Mund. Markus hat ja bei seinem ersten Lied Gib Gas, ich will Spaß schon ziemlich gekrächzt. Und ich dachte, Mensch, der kann ja überhaupt nicht singen. 1985 wechselt Illmann zum ZDF. Hier moderiert er erstmal das Videoderby. Zum Videoderby des ZDF.
In der ebenfalls kultigen Sendung Rock Pop in Konzert begrüßt der Moderator die Fans dann zu musikalischen Großereignissen. Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu Rock Pop in Konzert, Rock am Ring. Auch unvergessen Peters Popshow. Guten Abend in Dortmund. Was wären die 80er bloß ohne Illmann und ohne Modern Talking? Und mit PIT bekommt Peter dann ein weiteres Format ganz nach seinem Gustus. Wer es noch nicht weiß, aber man kann da natürlich auch andere Definitionen für finden. Und ich sehe schon die Zeitung, wo dann da drin steht, Peter Illmanns Tief oder auch Pleite im TV. Der Moderator trifft die Stars der Szene und reist in Sachen Musik um die ganze Welt. Aus Moskau. Und es ist auch nicht kalt, wie vielleicht einige meinen, denn die sibirische Kälte herrscht auch hier nur im Winter. Im Sommer ist es recht angenehm, sogar in den Abendstunden scheint die Sonne noch wunderschön herab. Peter Illmann hat in den 80ern das Heft des deutschen Musikfernsehens fest in der Hand. Nur einmal geht er baden. Adriano Celentano, sei Dank. Buonasera. Ciao. Wie oft habt ihr die Nummer geprobt? Also wie oft musstest du baden gehen? Oder einmal. Nur einmal? Ja. Ich war auch nicht ganz sicher, ob es überhaupt passieren würde. Das war eine nette Geschichte. Da waren Rudi Dolezal und Hannes Rossacher, die beiden österreichischen Produzenten, die sehr viele Videos gemacht haben für Queen, die haben meine Sendung produziert. Und durch diese Sendung und das ZDF bin ich dann in der ganzen Welt rumgekommen. Und das war wunderbar. Ich habe also wirklich Afrika gesehen, Brasilien gesehen, Israel, alles für diese PET-Sendung. War sehr schön. Und du hast vor allem die großen Stars getroffen. Das auch. Welcher hat denn, so auch im Nachhinein betrachtet, den größten Eindruck auf dich gemacht? Oh, das ist schwer. Also David Bowie auf jeden Fall, muss ich sagen. Weil da war ich gar nicht sicher, wie wird dieser Mann auftreten, so als Superstar oder von oben herab oder so. Und er war sowas von cool, aber gleichzeitig auch nett. Also trat höflich? Ganz höflich. Er war, also ich meine, der Mann ist Kult, der ist Superstar gewesen. Und der ist aufgetreten wie ein ganz normaler Mensch, hat gesagt, wo soll ich mich hinsetzen, was soll ich dann sagen? Ach ja, die Antwort. Also völlig korrekt, völlig lieb und nett und überhaupt nicht überkandidiert. Und das hat mir sehr imponiert, weil der hätte es wirklich nötig gehabt. Ich meine, man kennt ihn ja. Gab es Stars, die dich wirklich enttäuscht haben? Oh, enttäuscht haben. Ja, das ist schwer zu sagen. Es gab vor allem von diesen Newcomer-Gruppen wie Dead or Alive oder so, das waren so Eintagsfliegen. Und die fühlten sich manchmal, als wenn sie die Größten der Welt wären. Und das kann ich überhaupt nicht haben, wenn jemand also gerade mal am Anfang steht und schon meint, er wäre der Nabel der Welt. Und da gab es so einige. Aber die Etablierten, ob es Tina Turner ist, David Bowie, wie gesagt, die sind alle ganz anders gewesen. Die sind meistens sehr, sehr down to earth gewesen und sehr professionell. Du hast auch Menschen getroffen, die noch gar keine Stars waren, beziehungsweise gerade auf dem Weg dorthin. Es gibt ein ganz tolles Foto von dir und einer jungen Dame, die heute jeder kennt. Zeigen wir mal gleich. Ja, das ist... Ah, ja, Vanessa. Ja. Was ist Vanessa Paradis? Vanessa Paradis. Da war die, wie alt war die? 12? Ich glaube, sie war schon ein bisschen älter. Sie sieht nur sehr jung aus, das stimmt. Aber die sieht bis heute so jung aus. Ja, ne? Und ich sehe auch sehr komisch. Aber gut, lassen wir das. Ja, das war das Schöne an der Sendung, ja genau. Wir haben auch ein Foto von dir, das ist aktueller mit dir und Gregor Gysi. Wie kam es dazu, zu diesem Treffen? Wir haben ja Formel 1 bei Nitro noch mal neu aufgelegt, bis ins Jahr 2007, glaube ich sogar. Mhm. Da gab es immer wieder neue Folgen. Und Gregor Gysi war einer meiner Gäste, hat ein bisschen über alte Zeiten geplaudert, über neue Zeiten geplaudert. Und das war so das Format. Also wir haben sowohl Altes und auch Neues gezeigt. Das waren da die 2000er-Hits sozusagen im Anschluss an 80er und 90er. Und Gregor Gysi war einfach ein Gast. Und der Hund gehörte meinem damaligen Produzenten Marco Schuler. Und der war immer dabei. Mhm. Es gibt auch ein ganz tolles Foto von dir und Jimmy Somerville. Ja. Das muss ein Treffen gewesen sein, das, glaube ich, nachhaltig war, weil ihr seid ungefähr gleiches Alter und ihr seid beide in einer Zeit erwachsen geworden, als unsere Gesellschaft, sowohl hier als auch in Großbritannien, noch sehr viel vorsichtiger und konservativer mit dem Thema Homosexualität umgegangen ist. Ja. Ihr habt euch ja dann beide geoutet. Wie habt ihr euch verstanden? Wie ist das Thema bei euch durchgedrungen? Meinst du bei uns persönlich jetzt irgendwie so? Oder war das bei euch ein Thema?
Nee, weil es ist beide eure Geschichte. Eigentlich nicht, weil also ich glaube, wir fanden uns jetzt nicht gegenseitig so attraktiv. Dass das meinte ich gar nicht. Nein, es war in dem Sinne eigentlich kein Thema, weil das Thema ist ja Gott sei Dank eigentlich durch. Also in dem Sinne, als dass man da Gott sei Dank nicht mehr so viel drüber reden muss und auch nicht, wie war es und wie ist es. Für ihn war es sicherlich sehr viel schwerer, weil er kommt aus, glaube ich, der englischen Provinz und da war das wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Für mich war es ja in dem Sinne nicht so schwierig, außer für mich selber, der sozusagen ein bisschen verklemmt dadurch war, dass ich es nicht rausgelassen habe. Aber ansonsten war es für mich kein großes Thema. Ne. Trotzdem hast du es deinen Eltern nie erzählt. Das stimmt, ja, genau. Das ist richtig. Aber es lag daran, dass die Zeit eine andere war. Ich dachte, warum soll ich das eigentlich machen? Dann wurde mein Vater krank, meine Mutter war krank. Und ich habe es dann irgendwie nicht gemacht. Klingt wie eine billige Entschuldigung. Aber ich glaube, geahnt haben sie es sowieso. Und mein Verhältnis gerade zu meinem Vater war bis zum Schluss wirklich wunderschön und sehr gut. Und ich habe ihn geliebt und er hat mich geliebt. Und insofern, glaube ich, war das jetzt nicht unbedingt nötig. Also. Das ist eines der Dinge, die man, so schön die 80er waren, aber die man gerne hinter sich lässt, ne? Dass das damals nicht so möglich war. Ja, ich weiß ja gar nicht, vielleicht wäre es sogar möglich gewesen. Vielleicht stand ich mir auch selber im Wege, ich weiß es nicht. Aber genau das sind ja alles so Sachen, die ich auch in dem Buch da so ein bisschen aufgeführt habe. Einige sagen vielleicht, warum schreibt der jetzt auch noch ein Buch? Es ist nicht so, dass ich mich jetzt so wichtig nehme, dass ich denke, mein Leben ist so wichtig, ich muss das niederschreiben. Aber es haben immer wieder Leute gesagt, Mensch, die ganzen Geschichten, die auch du jetzt gefragt hast, das ist doch eigentlich schon ganz interessant. Und warum schreibst du das nicht mal auf? Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich gemacht. Und Klaus Marschall, der auch mir sehr geholfen hat, der hat immer wieder mir einen Tritt gegeben und gesagt, jetzt mach, wo ich dann gesagt habe, will ich gar nicht. Und es war schon ein ziemlich langer Prozess, muss ich sagen. Ich glaube, da wird auch heute einiges kommen von Ihnen. Wenn Sie Fragen haben an Peter Immann, sehr gerne vollekanne@zdf.de. Das wäre die Mailadresse. Oder Sie kommentieren unter unsere Volle Kanne Facebook-Seite auf unser gemeinsames Foto, das wir hochgeladen haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Lassen Sie uns Pilze sammeln, weil der Zeitpunkt ist ideal und das Wetter auch, nur mit dem Know-how. Mit dem Wissen hapert es bei dem einen oder anderen. Und gefährliches Halbwissen beim Pilzesammeln ist auch wirklich gefährlich. Und deshalb machen wir das heute mit dem Profi. Und da ist er, Karl-Heinz Schmitz, geprüfter Pilz-Sachverständiger. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt sehen Pilze nicht nur schön aus, schmecken lecker, sondern die können auch richtig was. Die sind richtige Nährstofflieferanten, ne? Ja, genau. Die enthalten auch gesunde Eiweiße und eben auch Ballaststoffe und sind unbedingt nützlich für eine ausgewogene Ernährung, ganz klar. Und gerade jetzt sprießen sie überall im Wald, viel nass draußen, das gefällt denen. Du warst gestern sammeln, hast uns ein ganzes Potpourri mitgebracht. Ja, genau. Welche von denen sind denn jetzt essbar? Also die Pilze wurden jetzt in den letzten 2 Tagen gesammelt, ist auch nur eine Auswahl, ist nicht komplett alles. Meine Frau war mit der Schwester unterwegs, ich hatte gestern eine Pilzführung noch. Und wir sind, ja, Eyecatcher sind auch dabei, die Erdsterne, das ist ja was ganz Besonderes. Aber wir kommen jetzt mal zu den Essbaren. Das ist erstmal hier der Schopftintling, wobei der sehr schnell verderblich ist. Der wird hier unten schon rot. Der wäre jetzt auch als Speisepilz nicht mehr essbar. Der ist praktisch schon verdorben. Dann haben wir hier auch einen schönen Pilz, den Lärchenröhrling oder Goldröhrling genannt. Der wächst nur bei Lärchen. Das heißt, wenn man irgendwo eine Lärche sieht im Wald, sollte man auch ganz klar direkt nach diesem Pilz Ausschau halten, der meistens dann in der Nähe steht. Dann haben wir hier noch essbare Vertreter. Das ist der Flaschenstäubling. Solange die Fruchtkörper innen weiß sind, kann ich mal kurz zeigen, ist der essbar. Und wann ist er nicht mehr essbar, wenn es innen rot ist? Und zwar, wenn die Sporen dann weiter reifen, die innen hier drin enthalten sind, dann verfärben die sich bis zum Schwarzwerden und dann ist der Pilz praktisch überreif. Deswegen die einfache Regel bei den Stäublingen, wenn die innen weiß sind, kann man die essen. Gibt es denn die eine Methode, den Pilz, wenn man ihn sammelt, zu entfernen vom Boden? Weil du hast ja ein extra Werkzeug mitgebracht. Ich hätte jetzt einfach nur ein Messer genommen, aber das ist nicht immer der richtige Weg. Das ist also ein spezielles Pilzmesser dann. Und zwar deswegen speziell, weil hier noch eine Bürste enthalten ist oder angebracht ist. Da kann man die Pilze im Wald dann schon vorreinigen. Und das ist ganz sinnvoll, weil sonst verschmutzen alle Pilze, die im Korb sind.
Man kann also etwas abschneiden und etwas abbürsten. Und dann hat man zu Hause weniger Arbeit und es knirscht dann auch nicht so zwischen den Zähnen, während man isst. Ja. Ganz wichtig, man wäscht Pilze nicht. Das auch nee, also man putzt sie nur noch, weil wenn man sie später noch wäscht, dann leiden sie, leidet die Qualität und sie saugen sich auch noch mal voll Wasser. Also nicht so erwünscht ist. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Allerwichtigsten beim Pilzesammeln, nämlich dem Unterscheiden zwischen den giftigen und den ungiftigen. Ja. Peter, ich bin gespannt, wie deine Pilzkenntnisse sind. Wir fangen mit was ganz Leichtem an, also was vermeintlich Leichtem, nämlich dem Fliegenpilz. Den kennt wirklich jedes Kind. Kann man den trotz allem verwechseln mit irgendjemand anderem? Also mit einem anderen Pilz? Es ist schon möglich. Und zwar, wenn der Fliegenpilz starkem Regen ausgesetzt ist, kann es sein, dass die weißen Hutflocken tatsächlich abgewaschen werden. Und dann sieht er aus dann, wie welcher Pilz? Dann könnte man ihn mit einem Täubling verwechseln, wenn man dann die Knolle nicht beachtet und so weiter und den einfach abschneidet. Also dann könnte man mit einem Täubling verwechseln, aber das ist schon eher selten der Fall. Okay. Deswegen zur Sicherheit immer der Gang zum Pilzsachverständigen und die Funde beurteilen lassen. Jetzt schauen wir uns mal die Pilze an, die man leicht verwechseln kann, was es umso gefährlicher macht. Wir beginnen mit diesen beiden Exemplaren hier. Ich frage den Peter jetzt mal, welcher von den beiden glaubst du ist der giftige? Der linke oder der rechte? Der linke, der sieht so grün aus unten. Klär uns auf. Ja, das ist eventuell nur ein Farbstich. Aber das ist auch möglich, dass sich der Schwamm später verfärbt. Der ist ursprünglich weiß, wobei wir jetzt hier allerdings zwei essbare Arten haben. Ah. Auch rechts, der ist essbar, das ist ein Filzröhrling. Mhm. Und der insofern, links ist der Maronenröhrling. Links ist der Maronenröhrling, insofern wäre hier jetzt die Verwechslung nicht dramatisch. Mhm. Kommen wir zum nächsten. Links sehen wir einen Champignon, beliebt und begehrt. Ja. Was ist das rechts? Das ist jetzt im Grunde das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben links den Wiesenchampignon mit den schönen leuchtend rosa Lamellen. Mhm. Und wir haben rechts den grünen Knollenblätterpilz. Und das ist der Pilz, der natürlich für die meisten Todesfälle sorgt. Oha. Ja. Aber wir sehen hier doch, dass man das eigentlich nicht verwechseln kann. Der Champignon hat, wie gesagt, schon die rosa Lamellen. Mhm. Und die Lamellen des grünen Knollenblätterpilz, die bleiben immer weiß. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Champignon habe, oder meine es ein Champignon, und der hat weiße Lamellen, dann ist es kein Champignon. Mhm. Dann darf es kein Champignon sein. Kommen wir zum Steinpilz. Auch einer der gängigsten Pilze. Ja. Der wird gerne verwechselt mit dem Gallenröhrling. Steinpilz links, Gallenröhrling rechts. Genau. Und hier sehen wir eigentlich auch schon, dass die sich sehr ähnlich sind. Die Verwechslung wäre jetzt nicht so fatal. Der Gallenröhrling ist auch kein Giftpilz. Aber man kann sich damit eine ganze Pilzmahlzeit verderben. Mhm. Der Name sagt das schon, er ist Galle bitter. Und man muss dann hier auf die Röhren, im Volksmund auch Schwamm genannt, achten. Mhm. Die sind beim Steinpilz weiß bis grünlich. Und beim Gallenröhrling werden sie, wenn er älter wird, bekommen sie einen Rosastich. Mhm. Und das zeigt der Steinpilz also nie an seinem Schwamm eine rosa Färbung. Dann gibt es noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das ist das Stielnetz. Mhm. Aber hier muss man sich dann auch schon wieder näher mit beschäftigen, um das zu sehen. Es gibt natürlich noch die Geschmacksprobe, was bei den beiden Pilzen also kein Problem wäre. Beim Knollenblätterpilz dürfte man nie eine Geschmacksprobe machen. Das geht böse aus. Kommen wir noch zum letzten, dem Pfifferling. Ja. Der wird gerne, also es gibt einen echten Pfifferling, den links, und es gibt den falschen Pfifferling. Der falsche Pfifferling ist auch giftig. Nein, der ist nur ungenießbar. Ungenießbar, okay. Deswegen, die Verwechslung wäre nicht dramatisch, aber auf keinen Fall erwünscht. Man soll nur die Pilze wirklich sammeln, die man kennt und sicher erkennt. Alles andere muss man dem Pilzsachverständigen vorzeigen. Weil nur nach Fotos zum Beispiel darf keine Freigabe für Speisepilze erfolgen. Was mache ich, wenn ich aus Versehen einen giftigen Pilz gegessen habe?
Ja, dann gibt es nur eins. Also, wenn ich das wirklich weiß, eigentlich geht das über den Notruf. Und ich muss die Notrufzentrale anrufen. Und hier bekomme ich dann verschiedene Telefonnummern von Pilzsachverständigen, die eventuell nach Fotos diesen Pilz identifizieren können. Aber gibt es nichts, was ich irgendwie schnell machen kann? Irgendwas schlucken oder so? Als erste Hilfe gibt es dann die Methode, Aktivkohle zu schlucken. Ja. Das gibt dann wird das Gift im Magen direkt gebunden und im Unschädlichen. Unschädlich gemacht. Ja. Soweit soll es nicht kommen. Deshalb haben wir dich heute hier. Herzlichen Dank, Karl-Heinz Schmitz, unser Pilz-Sachverständiger. Bis ganz bald und viel Spaß beim Pilzesammeln weiterhin. Ja, danke auch. Und bei uns geht's folgendermaßen weiter. 0211 64 995 64, das wäre die Telefonnummer, wenn Sie gleich später mit uns spielen möchten. Eben haben wir von einem Mykologen gelernt. Jetzt kommen wir zu den Pomologen. Wissen Sie, was Pomologen machen? Das sind Experten, die Obstsorten bestimmen. Einen davon lernen wir jetzt kennen. Gregor Loferer, der möchte in Oberbayern alte Apfelsorten vor dem Aussterben bewahren. Schon die Lage ist paradiesisch. Am Fuße der Chiemgauer Alpen wachsen besonders viele Apfelsorten, die fast keiner mehr kennt. Zum Beispiel der Paradiesapfel. So heißt er wirklich und ist eine echte Wiederentdeckung. Obwohl er eigentlich bei mir auf dem eigenen Hof steht, weiß keiner, wo der so genau herkommt. Ich weiß nur, dass er 1925 circa gepflanzt wurde, aber ich weiß nicht, woher der genau kommt. Ja. Georg Loferer ist Pomologe, also Obstkundler, und hat das Erhalten alter Apfelsorten zu seinem Ziel gemacht. Im Auftrag von 6 oberbayerischen Landkreisen ist er ständig auf der Suche nach seltenen Exemplaren wie dem Paradiesapfel, den er bereits nachzüchtet. Das ist eine Sorte, die tatsächlich bisher nur in 2 Gemeinden gefunden wurde, hier in Rohrdorf und in Sammerberg. Und das Besondere ist, das ist ein sehr, sehr ertragreicher Apfel, der außergewöhnlich große Bäume und gesunde Bäume bildet. Man sieht es ja hinter uns, das sind wirklich ganz, ganz große Bäume, die bis zu 1000 Kilo Äpfel tragen können. In Oberbayern gibt es besonders viele unbekannte Apfel- und Birnensorten. 250 wurden bisher gefunden. Sie sind gesünder als Supermarktäpfel, denn sie enthalten besonders viele Antioxidantien. Weil sie deshalb auch schneller braun werden, sind sie ins Hintertreffen geraten. Das ist der Zitronenapfel. Und das ist ein klassischer Herbstapfel, der nicht lange haltbar ist. Das sind jetzt die allerletzten, wo noch da sind. Und das ist tatsächlich der einzige Baum, den wir da gefunden haben. Und der wäre es trotzdem wert, dass man ihn erhält, weil er eben optisch sehr schön ist und auch gut schmeckt und gut in der Küche ist. Sie heißen Sommermaschanska, Blomming oder Fromms Goldrinette, Semmelbirne oder Blutbirne. Jede neu gefundene Sorte wird genau beschrieben und im Projekt Apfelbirne Berge nachgezüchtet. Man braucht einen Zweig von diesem Baum, den man haben will. Und dann braucht man entsprechend einen anderen Baum als Unterlage mit den Wurzeln. Und dann wird eben ein kleines Stückchen von dem Baum, den man haben will, mit dem verbunden. Man nennt es Veredelung. Und dann, wenn man ein Jahr wartet, dann entsteht schon der neue Baum. Um herauszufinden, wofür sich die vergessenen Apfel- und Birnensorten außer zum Rohessen noch eignen, arbeitet Georg Loferer mit Leuten wie Franz Fuchsreiter zusammen. Auf seinem Hof steht noch ein Backhaus, wo wie in alten Zeiten Obst getrocknet wird. Darunter Birnen, deren wahre Qualitäten erst getrocknet oder gebrannt rauskommen. Das ist jetzt eine Dörrbirne aus dem Landkreis Berchtesgadener Land. Die ist äußerlich zwar noch fest, aber die ist sogenannt kernweich. Wenn man die aufschneidet, dann sieht man, warum die Birne vom Aussterben bedroht ist. Weil keiner pflanzt sich so eine Birne in den Garten, weil die kann man ja gar nicht essen. Aber natürlich der Geschmack, der in so einer Birne steckt, der ist natürlich interessant. Und die ist natürlich perfekt geeignet für Dörrobst. Gedörrt wird im Holzofen, ganz sanft bei 60 Grad. So bleiben viele Nährstoffe erhalten. Das geht außer mit Birnen natürlich auch mit Zwetschgen oder Äpfeln. Nach 1 bis 2 Tagen sind die Dörrfrüchte fertig. So ist es Tradition in dieser Gegend und im gesamten Alpenraum seit Hunderten von Jahren. Das waren die Vitamine und einfach, man hat damals nichts zu kaufen gekriegt an Obst. Man hat sich da eigens selber versorgt und war autark. Das wird dann ganz trocken aufbewahrt in Stoffsäcke und dann kann das bis zu 10 Jahre lagern.
Manche Äpfel bekommen aber auch schon gleich ihren großen Auftritt. Die 91-jährige Maria Fuchsreiter backt frische Apfelküchli. Außen knusprig, innen saftig. Eine kurze Pause in der arbeitsreichen Zeit der Apfelernte. Besonders gefährdet sind übrigens alte Birnensorten, denn viele von ihnen kann man nicht roh essen. Dafür sind sie umso besser gedörrt oder gebrannt. Das ist jetzt ein sortenreiner Brand aus unserem Projekt. Und das ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Sträubstwiesen, wenn man einfach einen lokalen Brand kauft. Das heißt, nur wenn jemand ein Produkt daraus macht und jemand dann den Schnaps kauft, nur dann überleben diese schönen alten Birnbäume, sonst werden sie abgeholzt. Also sozusagen trinken für den Klimaschutz oder für den Umweltschutz. Also auch wer keinen Garten hat, kann zur Erhaltung alter Sorten beitragen. Einfach Produkte von Streuobstwiesen kaufen. Das hilft auch vielen anderen Lebewesen, natürlich der Biene und auch dem Uhu, der gern im Apfelbaum wohnt. Peter, wann hast du das letzte Mal einfach so einen Apfel vom Boden aufgehoben und gegessen? Lange her, weil ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst immer vor den Würmern, die da drin sein können. Wenn ich den sehen würde, ist zwar ganz natürlich, aber da wird es mir, glaube ich, eher übel. Also ich bestelle lieber den Birnenschnaps, haben wir gerade gehört, das ist das Beste, was man machen kann. Den genieße ich jetzt mit vollen Zügen, damit die Birnen überleben. Du sagst oder schreibst du auch in deiner Biografie klipp und klar, früher war eben nicht alles besser. Die Menschen heute sind umweltbewusster, sie sind... Ja. Mobiler, sie sind besser vernetzt, aber sie sind eben auch heute oft gehetzter. Ja. Wie gut kommst denn du mit dem Tempo von oft gehetzter? Ja. Wie gut kommst denn du mit dem Tempo von heute klar? Ich muss ja, ne? Also es geht schon irgendwie, aber ich finde schon, dass es ein Problem darstellt, ich glaube auch für viele Menschen, denn diese Sehnsucht nach den 80ern oder nach früheren Zeiten, das ist ja nicht so, weil die alle glauben, es war früher besser und die Musik war zwar gut, aber auch nicht unbedingt immer besser, sondern das ist tatsächlich diese Sucht nach der etwas gelasseneren Lebensweise. Man hat früher zwar auch gesagt, man ist in Hektik, aber heute ist das ja viel schlimmer. Da klingelt das Handy, dann kommt die Mail an, jeder erwartet sofort, dass man antwortet, das sind die üblichen Probleme. Und dem kann man eigentlich nur aus dem Weg gehen, indem man wirklich das Handy mal einen Tag über ausschaltet oder einfach sagt, heute bin ich mal nicht zu erreichen. Anders geht es, glaube ich, nicht. Weil ich habe das in letzter Zeit auch gemerkt, durch vielerlei Arbeit für Radiosender, für 80s, für alles. Das ist ganz viel zu tun. Das Buch muss fertig werden. Und irgendwann wirst du verrückt und drehst durch. Also man muss sich Ruhezeiten gönnen, auf jeden Fall. Ja, für die Menschen, die heute prominent sind, also die in der heutigen Zeit prominent sind, ist das der pure Stress. Also das ist sind die permanent am Posten. Also die Prominenten haben ja nun, wollen wir mal gerecht sein, die Prominenten haben es noch ganz gut. Es gibt andere, die wesentlich gestresster sind. Also gerade die, was weiß ich, im mittleren Management oder was, oder auch der arbeitet, die müssen zack, zack, zack arbeiten. Oder Essensauslieferer, die haben genauso eine Hektik. Die müssen auf die Sekunde genau die Pakete ausliefern, schnell. So eine Hektik. Die müssen auf die Sekunde genau die Pakete ausliefern, schnell, damit noch mehr Profit reinkommt. Das ist schon schlimm. Wenn ich daran denke, früher die Postboten, die hatten lauen Lenz. Oder lauen Lenz will ich nicht sagen. Aber die sind gemütlich, haben so ein Schwätzchen gehalten. Das geht doch heute alles nicht mehr. Das ist alles, muss alles effizient auf die Sekunde getimt sein. Und das finde ich schon schade. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute so ein bisschen, vermissen heute und warum sie öfter an früher denken, weil da alles etwas gelassener war. Schauen wir uns an, wie effizient die Prominenz die letzten 24 Stunden war. Hier kommt das volle Kanne, ach was, am Dienstag. Peter, alles ist austauschbarer geworden in der Zeit, in der wir leben. Durch die Dating-Apps sogar die Liebe. Du lebst quasi den Gegenbeweis. Du bist in einer langen Partnerschaft. Du hast immer noch deine Freunde von früher. Ja. Hattest du jemals Angst, dass du vielleicht was verpassen könntest? Du meinst mit Freunden? Also ich habe schon auch neue Freunde, so ist nicht. Aber ich bin ein sehr treuer Freund und versuche auch Freundschaften zu erhalten und auch zu beleben. Und das muss man manchmal tun, gerade wenn man anderswo lebt. Ich lebe ja jetzt sehr viel in Brüssel. Mhm. Und da lade ich die Leute ein oder fahre hin, um diese Freundschaften sozusagen auch zu pflegen. Das ist ganz wichtig. Und mit meinem Freund bin ich wirklich sehr, sehr lange schon zusammen und könnte mir auch nicht vorstellen, wie es anders sein sollte. Mhm. Weil ich brauche so eine Kontinuität im Leben, eine Verlässlichkeit. Und das, finde ich, ist das Wichtigste bei Freunden und auch in der Beziehung, dass man sich 100% verlassen kann. Das ist wichtig. Warum, und das ist natürlich auch ein Appell an die Menschen, an die jungen Menschen da draußen, die nicht genug kriegen können, von einem hohen Tempo, von einem schnellen Leben. Warum ist der Weg, den du gewählt hast, möglicherweise der gesündere?
Das ist jetzt ein hoher Anspruch. Ob der wirklich so viel gesünder ist, weiß ich gar nicht. Seelisch gesünder. Seelisch gesünder. Also ich bin ja nun auch hektisch, aber es ist so, dass, Instagram, Facebook, was es alles gibt, ich nutze es natürlich auch, sicherlich. Ich habe auch für die Sendung hier da geschrieben, dass ich da bin. Natürlich solche Sachen schon. Aber ich muss ja nicht unbedingt wissen, was Klaus gestern Abend gegessen hat oder was weiß ich, oder wie die Lounge von Lufthansa aussehen, was da alles für Nachrichten kommt, dann denke ich mir, Herrgott, das interessiert mich nicht, will ich nicht wissen. Und da geht so viel Zeit drauf, wenn man das liest und liest und liest, neben den wichtigen Sachen. Insofern versuche ich das so ein bisschen zu vermeiden. Und ich meine, Facebook ist ja sowieso im Moment ein bisschen in der Kritik. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, muss man sagen, wenn man sieht, was alles entstanden ist aus Facebook heraus. Lassen wir die Gegenwart nochmal Gegenwart sein und reisen zurück in die Vergangenheit. Ja. Wir Wunderkinder, Aufbruch, ist eine Doku über die Stars der Nachkriegsgeneration, die ihren Weg finden mussten. Und das in zwei unterschiedlichen politischen Systemen, nämlich Ost und West. Roberto Blanco und Bettina Wegner. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Bettina Wegner wird im November 1947 geboren. Die Eltern sind überzeugte Kommunisten. Mein Vater arbeitete bei einer Tageszeitung im Osten als Journalist. Und da kriegte er natürlich Ostgeld. Und wir wohnten in West-Berlin, also die Miete konnte man nicht in Ost bezahlen. Und das war eigentlich der Grund, von Lichterfelde nach Osten nach Pankow zu ziehen. Lichterfelde nach Osten nach Pankow zu ziehen. Schon als Kind bekommt sie, wie alle Jungpioniere in der DDR, eingetrichtert, wo der Feind lauert. Und wenn ich dann in der S-Bahn saß, dann saßen auf einmal Ami-Uniform mir gegenüber. Das war für mich der absolute Feind. Und den habe ich dann ganz böse angeguckt und hab das gesungen. Ami, 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 Gohom, Spalt für den Frieden, dein Atom. Und dann hat der Ami ein bisschen verwirrt gekickt. Und ich hab aber gedacht, jetzt zeig aber hier. Im Osten schwebt Sowjetführer Stalin über jeder Kritik, trotz ungezählter Verbrechen. Es lebe Generalissimus Stalin! Stalin war Gott. Für mich. Wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe von meinem Vater, dann saß ich da und dachte, ach, wenn Stalin doch dein Vater wäre. Es war Gottes Ersatz für mich. Aber ein Sterblicher. Mit seinem Tod ändert sich für Bettina Wegner alles. Das Stalin-Denkmal in Berlin wird abgerissen. Bettina Wegner will wissen, warum. Die Antwort, es war nur Personenkult. Und auf einmal war er nichts. Ja, und da habe ich gemerkt, ich bin belogen worden. Dieses gläubige Kind, was einfach alles angenommen hat, das gab es nicht mehr. Statt sich weiter einzureihen ins kollektive Ritual, provoziert sie jetzt mit amerikanischen Symbolen. Halbstark wollte ich nicht sein, aber ich wollte Nietenhosen, hieß das damals, hieß das noch nicht Jeans. Ich wollte auch eine Ami-Kutte. Das Ding, was die Amis in der Armee hatten, das war das Erstrebenswerteste. Und dann bin ich in eine Schule gegangen mit Ami, musste nach Hause. Durfte nicht die Schule betreten mit der Kutte. Ja, nächsten Tag bin ich ohne Kutte. Ich und viele meiner Freunde, wir waren für mehr Freiheiten, wir waren ja für das offene Wort. Wir wollten nicht den Sozialismus abschaffen, sondern lebenswerter machen. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Roberto Blanco wird 1937 in Tunis geboren und wächst im Libanon auf. Dorthin sind seine kubanischen Eltern den drohenden Weltkrieg entflohen. Nach dem frühen Tod der Mutter gibt der Vater den Jungen zur Betreuung in ein katholisches Kinderheim in Beirut. Einmal in der Woche haben sie die Zeit, diese französische Wochenschau, die berichtet über das Krieg. Und da war immer der Deutsche der Böse. Wie das Nachkriegsdeutschland ist, erlebt er, als er seinen Vater in Wiesbaden besucht. Der Varieté-Künstler tourt gerade dort und Roberto bekommt seine erste Chance. Man bietet ihm eine Filmrolle im Stern von Afrika an. Auf das Spielfilmdebüt folgen rasch Auftritte in den Konzerthallen und Clubs seiner neuen Heimatstadt.
Das war für die Deutschen was Neues, was Besonderes. Die hatten nicht so viel Südamerikaner da. Und das kam sehr gut an. Weil nach dem Krieg so, die Deutschen wollten auch was Fröhliches sehen. Vergessen die ganzen Ruinen, die da draußen waren und so weiter. Und endlich wieder eine Zukunft spüren. An einem denkwürdigen Weihnachtsfest wird das deutlich. Wir haben bei Bier gefeiert. Und natürlich mit Musik, südamerikanische Musik und so, ein bisschen laut und so. Tok, tok. Oh Gott, mach ich auf. Die beiden hübschen Töchter von die Wörthing. Downstairs ist boring. Langweilig Deutsch wollten die jungen Leute aber nicht mehr. So, please, come on. Da. Nach einer Weile. Can we enjoy your party? Plötzlich waren wir so eng miteinander. So, aber wir haben gefeiert, Spaß gehabt, war herrlich. Die Kriegsfolgen vergessen zu lassen. Das wird für den Sänger zur Lebensaufgabe. Die zweiteilige Doku Wir Wunderkinder können Sie heute und kommenden Dienstag dann jeweils um 20.05 Uhr. Die Doku Wir Wunderkinder können Sie heute und kommenden Dienstag dann jeweils um 20.15 Uhr im ZDF sehen. Oder Sie gehen in die Mediathek. Das sind bereits jetzt beide Teile in voller Länge abrufbar. Kommen wir zu unserem Medizinthema. Rund 2%. Kommen wir zu unserem Medizinthema. Rund 2% der Erwachsenen in Deutschland leben mit Rheuma. Das sind auch Schwangere und Mütter dabei. Und die bekommen heute am Welt-Rheuma-Tag unsere ganze Aufmerksamkeit. Hi, hast du schön geschlafen? Wenn die kleine Mathilda aufwacht, möchte Caroline Töttmann nur noch für sie da sein. Doch die vielen Alltagsbewegungen fallen der frisch gebackenen Mutter nicht leicht. Sie ist Rheumatikerin. Ich habe schon immer wieder Situationen, wo ich denke, oh, das fällt mir jetzt gerade schwer. Das ist zum Beispiel, wenn ich die Babyschale mit Baby trage, wenn ich sie auf die Krabbeldecke lege, wieder hochhole, wenn sie wenn sie dann vielleicht auch mal weint und es auch mal ein bisschen schneller gehen sollte. Als sie vor 10 Jahren die Diagnose bekam, musste sie lernen, kürzer zu treten. Die schmerzhaften Rheumaschübe bremsten sie im Leben immer wieder aus. Doch auf eines wollte sie nie verzichten: Mutter werden. Also ich habe auch Phasen gehabt, wo ich kaum auf sein konnte, ne, wo ich fast nur gelegen habe, wo ich von Stützen abhängig war, weil ich nicht frei gehen konnte. Und diese Phasen machen einen natürlich schon nachdenklich, ob man das schaffen kann mit einem Kind. Dieser Wunsch, der war immer so stark. Einige Ärzte raten bei einer Rheumaerkrankung grundsätzlich von einer Schwangerschaft ab. Caroline Töttmann trifft aber auf eine Rheumatologin, die sie ermutigt, trotz Erkrankung schwanger zu werden. Die Risiken einer Schwangerschaft mit Rheuma unterscheiden sich nicht wesentlich von der Gesamtbevölkerung. Das liegt in Deutschland so zwischen 6 und 10%. Das kann sein, dass ein Diabetes auftritt oder ein Bluthochdruck. Thrombosen sind häufig, aber meistens ist das gut zu beherrschen. Rheuma verläuft phasenweise. Deshalb sollten Betroffene einen Kinderwunsch so früh wie möglich beim Arzt ansprechen. Therapie und Medikamente können dann angepasst werden, um den richtigen Zeitpunkt einer Schwangerschaft vorzubereiten. Ein ganz großes Ziel ist, dass keine Rheumaschübe auftreten. Ein Rheumaschub bedeutet eine enorme Aktivierung des ganzen Abwehrsystems und das bedeutet für den Organismus Stress. Und Stress ist natürlich nicht gut für eine Schwangerschaft. Es wird dadurch die Durchblutung vermindert. Es stehen nicht mehr so viele Ressourcen zur Verfügung. Und dadurch kann es dann eben zu einer Frühgeburtlichkeit und zu kleinen Kindern kommen. Caroline Töttmann musste lange warten. Mit 39 wird sie dann endlich mit Mathilda schwanger. Also wir haben uns sehr gefreut, aber so ein bisschen Restsorge bleibt natürlich. Die Erkrankung, die wurde immer aktiver tatsächlich während der Schwangerschaft. Also das erste Drittel war so, also es ging noch.
Aber da habe ich schon also körperlich diese Veränderung wahrgenommen. Rheumaschübe während der Schwangerschaft sind nicht ungewöhnlich, müssen aber so schnell wie möglich medikamentös behandelt werden. Dank großer Datenbanken weiß die Ärztin genau, welche Medikamente in der Schwangerschaft unbedenklich sind. Also die meisten haben ganz, ganz arge Bedenken, in der Schwangerschaft überhaupt irgendein Medikament zu nehmen. Und da ist es unsere Aufgabe, dann zu schauen, was ist denn jetzt wichtiger? Was ist denn jetzt wichtiger? Also die Krankheitsaktivität muss weg, das geht nicht. Und welche Medikamente kann man denn dann auch nehmen? Trotz ihrer Rheumaschübe und der Medikamente verläuft die Schwangerschaft von Caroline Töttmann ohne große Komplikationen. Mathilda kommt einige Tage später als geplant mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Sie ist kerngesund. Doch das Rheuma ihrer Mutter bleibt. Schnell musste sie lernen, wie wichtig Auszeiten für Sport und Bewegung sind. Dann ist mal keine Mathilda-Zeit, Nur sie selbst und ihr Körper stehen dann im Mittelpunkt. Das fällt einem als Mama nicht leicht, vor allen Dingen am Anfang nicht. Aber ich merke einfach für mich selber, wie sehr mir das hilft. Und so kann ich, also bin ich dann ja auch im Alltag für sie beweglicher. Ja, auch und habe weniger Schmerzen. Und ich glaube auch ganz fest, wenn die Schmerzen zu arg sind, dass sie es spürt. Und das ist natürlich was ich nicht so gerne möchte, dass sie es zu sehr spürt, weil ich es ihr noch nicht erklären kann. Später kann ich es ihr erklären. Wer mit Rheuma lebt, weiß, körperliche Einschränkungen und Schmerzen gehören zum Alltag. Für Caroline Töttmann trotzdem kein Hindernis, eine gute Mutter zu sein. Ich bin wahrscheinlich keine Mutter, die auf den Baum klettern kann. Aber ich kann dafür vielleicht andere Sachen. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Erkrankung kein Hindernis sein wird, Mathilda eine gute Mutter zu sein. Auch wenn ihr die Erkrankung immer wieder Grenzen setzt, die Entscheidung, Mutter zu werden, hat Caroline Töttmann keine Sekunde bereut. Peter, hast du es jemals bereut, nicht Vater geworden zu sein? Oh, das ist eine schwierige Frage. Irgendwie ja. Also wenn ich manchmal sehe, Freunde von mir, die Kinder haben, dann denke ich mir schon, eigentlich das ist das Einzige, was wirklich ein bisschen schade ist. So keine Familie gehabt zu haben in dem Sinne, dass man irgendwie was weitergibt, Kinder aufwachsen sieht. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Gab es diese Überlegung in eurer Beziehung irgendwann mal? Ehrlich gesagt nicht, nein. Also wir haben uns nicht mal so einen Hund angeschafft. Also weil ich meine, das alles ist Verantwortung natürlich. Und das hätte ich gar nicht geschafft. Gerade wenn man freiberuflich ist, hat man solche Phasen. Entweder hat man ganz viel zu tun oder man hat gar nichts zu tun. Hat man wieder kein Geld. Das ist jedes Mal was anderes. Und dann eine Verantwortung für ein Kind zu haben, ist natürlich schon eine große Verantwortung. Und die wollte ich auch deswegen eigentlich nie eingehen. Du hast in gewisser Hinsicht dann doch Verantwortung übernommen, und zwar für ganz, ganz viele Kinder. Du bist großer Unterstützer von Kinderlachen e.V. Ich bin Botschafter bei Kinderlachen e.V., genau. Das ist in Dortmund gegründet worden von Christian Fossel und Marc Peine. Eine tolle Organisation, und ich stehe da so für, weil ich weiß, dass die beiden das richtig machen. Ich weiß, wo das Geld ankommt. Und es ist keine Riesenorganisation, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, geht jetzt die Hälfte für Verwaltung drauf. Also es ist eine wirklich schöne Sache, und da gibt es jedes Jahr eine Gala, wo ich dann auch immer vertreten bin. Und die machen das Ganze über richtig, richtig gute Sachen. Was machen die genau? Die sind vor allem dafür da, dass sie Sachspenden weitergeben. Also die geben nicht irgendwie Geld an irgendwen, sondern kaufen zum Beispiel Kinderbetten. Weil es gibt auch in Deutschland noch ganz viele Kinder, die kein eigenes Bett haben, sollte man gar nicht denken. Und solche Sachen, und auch für Krankenhäuser, wenn da irgendwas fehlt, in Hospizen. Da gibt es so viele Dinge, gerade auch in Deutschland, wo man gar nicht denkt, dass in unserem reichen Land so viel Fehl am Platz ist. Und da greift Kinderlachen ein und macht da etwas. Und das finde ich schon eine sehr schöne Sache. Also absolut, ja. Schön, dass du da dabei bist.
So, jetzt lernen Sie einen Mann kennen, der gegen alle Zweifel seinen großen Traum wahr werden lassen möchte. Trotz Handicaps mit Freunden will er auf den Gipfel des Kilimanjaro. Die Kolleginnen und Kollegen von 37 Grad zeigen heute Abend seine ganze Geschichte. Wir machen jetzt schon mal ein bisschen Lust drauf. Ist ein toller Typ mit einer Riesenaufgabe. Yanis McDavid ist ohne Arme und Beine zur Welt gekommen. Er hat früh gelernt, möglichst selbstständig zu leben. Unterstützung bekommt er von seiner Familie und guten Freunden wie Sven. Es ist für mich kein Umstand oder kein Aufwand, sondern es ist wie in jeder Beziehung oder Freundschaft, dass jeder eben andere Qualitäten und Voraussetzungen hat und man einander unterstützt. Ich glaube auch, dass mein Leben einfach ein Kreativitätstraining ist bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn ich Arme und Beine brauche, dann leihe ich sie mir halt aus. Yanis setzt sich hohe Ziele. Mit einer Gruppe von Freunden will er den afrikanischen Kilimanjaro besteigen. Wir sind eine fünfköpfige Reisegruppe. Auf einer Höhe von 1800 Metern am Eingang des Nationalparks beginnen die Freunde ihren Aufstieg. Thorsten trägt Yanis, der 30 Kilo wiegt, in einem Wanderrucksack. Auf der einen Seite ist es irgendwie jetzt so dieser Moment, auf den wir anderthalb Jahre hingearbeitet haben und auf den wir uns voll gefreut haben. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber so seltsam normal an. Und ich brauche aber ehrlich gesagt so ein bisschen, um irgendwie zu realisieren, was passiert eigentlich jetzt hier und wo sind wir. Doch schon nach 4 Stunden das erste Problem. Es dämmert und das Camp ist noch weit. Einer der Guides trägt Yanis weiter. Wir müssen uns beeilen, jetzt nicht im Dunkeln ins Camp zu kommen. Insofern ist das die einzige Variante, die möglich ist. Nach einem ungeplanten, dunklen Marsch erreicht der Trupp schließlich das Camp. Ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Darauf freue ich mich jetzt auf das Essen. Und dann werden wir hoffentlich eine sehr coole Nacht haben und morgen ausgeruht dann in den nächsten Tag starten. In 6 Tagen wollen sie den Gipfel auf fast 6000 Metern über dem Meeresspiegel erreichen. Dabei müssen die Freunde rund 4000 Höhenmeter zurücklegen auf der Machame-Route. Doch schon ab dem 2. Tag plagen Yanis Symptome der Höhenkrankheit. Kopfschmerzen, Übelkeit und es wird nicht besser. Krisengespräch mit Tourguide Shani. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, es irgendwie zu versuchen. Und seine Empfehlung war jetzt, wenn ich mich übergeben muss, dann soll ich es halt machen. Und das ist immer besser für den Körper, weil dann kann er sich anpassen. Fand ich jetzt ein bisschen gruselig, die Vorstellung, aber naja. Yanis hofft, dass es ihm nicht so schlecht wird, dass er sich spontan übergeben muss. Und hofft, dass es weitergeht. Für alle. Es geht um die Frage, schaffen wir es auf den Gipfel oder nicht? Was passiert, wenn ein Teil von uns es auf den Gipfel schafft und der andere Teil nicht? Tag 4, die Barranco Wall, über 250 Meter hoch. Yanis sitzt zwar, aber auch für ihn ist es eine enorme körperliche Anstrengung. Ja, tatsächlich, wenn Thorsten sich so vorbeugt und gerade wenn es so eine Passage ist, wo er dann auf die Knie geht oder sich mit dem Knie hochzieht, dann kippe ich ein bisschen sehr weit nach vorne und da habe ich manchmal auch ein bisschen Angst, tatsächlich rauszurutschen. Aber ich kann mich unten mit meinem Bein dann auch noch so ein bisschen festkeilen, sodass ich dann nicht rausfliege. Wird die Motivation reichen? Ist die Freundschaft stark genug, um allen den Traum zu erfüllen, einmal auf dem Gipfel des Kilimanjaro zu stehen? Ich finde es ein so wahnsinniges Gefühl, zumindest jetzt schon mal kurz davor zu sein, auf diesen Gipfel dann tatsächlich zu steigen. Doch die Freunde haben noch 2 Tage und fast 1400 Höhenmeter vor sich. So, heute bei den Kolleginnen und Kollegen von 37 Grad um 22.15 Uhr hier im ZDF oder auch jederzeit in der ZDF-Mediathek. Peter, eines deiner größten Abenteuer oder zumindest eines der wichtigsten Erlebnisse in deinem Leben passierte in Miami. Eigentlich solltest du Don Johnson interviewen, aber beeindruckt hat dich was ganz anderes. Delfine, meinst du? Ja. Ja, die haben mich in der Tat beeindruckt, das stimmt. Ich bin mit Delfinen damals geschwommen in dem Dolphin Research Center. Das war auf Grassy Key in der Nähe von Key West. Und das ist jetzt kein Delfinarium, sondern die leben da frei. Die können auch wieder wegspringen, wenn sie wollen. Also die können raus? Die können raus, ja. Es ist eine Lagune, wo sie drüber springen können. Und die sind da aber therapiert worden. Die waren zum Teil krank und so weiter.
weiter und werden jetzt zu Therapiezwecken bei Kindern auch eingesetzt. Und das war für mich ein tolles Erlebnis mit einem Delfin. Man musste auch erst abwarten, bis die einen akzeptieren, wenn man ins Wasser will. Also die Trainerin sagte dann, nicht einfach rein, wie das in Delfin-Shows manchmal so ist, sondern nein, warten, bis der Delfin dir zu verstehen gibt, ja, ist okay, du darfst. Und dann bin ich reingegangen und habe die angefasst, mit denen geschwommen. Das ist toll, also wirklich, war richtig, richtig schön. Das waren so Erlebnisse, die ich da hatte auf diesen Reisen. Das war neben den großen Künstlern natürlich auch eine schöne Sache. Ja. Zwei Säugetiere, die sich verstehen. So ist das. Peter und genau. Der Delfin. Ja, die ganz genau, ganz genau. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Bist du, würdest du sagen, ein gelassener oder in Anführungszeichen ein etwas angespannterer Auto- bzw. Radfahrer, wenn du unterwegs bist? Radfahrer? Ich versuche gelassen zu sein, nur die anderen sind es nicht. Das wird irgendwann hoffentlich kein Thema mehr sein mit dem gelassenen Autofahren. Denn auf dem weltgrößten Kongress für moderne Verkehrssysteme in Hamburg werden Projekte vorgestellt, die etwas können, das glauben Sie nicht. Die können Ihnen sagen, wie schnell oder langsam Sie fahren sollten, damit Sie im Grunde genommen immer grüne Welle haben und immer gelassen sein können. Kollege Sven Rieken weiß mehr. In 5 Sekunden springt die Ampel auf grün. Diese App weiß das. Mehr noch, der Traffic Light Assist gibt Radfahrern den Hinweis, ob sie schneller oder langsamer fahren sollen, um weiterhin grüne Welle zu haben. Ein Projekt des ITS-Weltkongresses in Hamburg. Dafür werden nach und nach viele Ampeln in der Hansestadt mit solchen Sendeanlagen ausgestattet. Dass die Ampel weiß, wer fährt auf die Ampel zu und damit entsprechend länger auf Rot oder länger auf Grün sein kann. Und da ist der große Vorteil, dass man eben Fahrradverkehre zum Beispiel priorisieren kann. So wie man heute eine Feuerwehr priorisiert oder wie man Bus priorisiert, dann eben auch Fahrradverkehre priorisieren kann. Neben dieser Ampelbeeinflussung soll das System Unfälle wie diese verhindern. Kommen sich Auto und Radfahrer zu nahe und berechnet die App, dass gleich ein Unfall passieren könnte, schlägt das Handy Alarm, sowohl im Auto als auch auf dem Fahrrad. Wir wollen ja mehr Fahrradfahrer auch in die Stadt bringen. Und da wird so ein virtuelles Schutzschild, was wir nennen digitaler Schutzengel, wird natürlich enorme Wirkung entfalten, Unfälle bei Fahrradfahrern, aber auch bei Fußgängern zu vermeiden. Der Heatbus hat sogar ein Radarsystem, um Unfälle zu vermeiden. Seit 2 Jahren schon fährt der selbstfahrende Bus in der Hamburger City. Ein Sicherheitsfahrer ist noch an Bord, aber das Ziel ist schon fast erreicht, im Verkehr mitfahren, ohne ein Verkehrshindernis zu sein. Diese S-Bahn ist eine Europapremiere und auch Teil des ITS-Weltkongresses. Sie fährt vollautomatisch. Die Fahrerin vorne passt nur auf. Das Besondere, der autonome Zug kann auf normalen Strecken zwischen Zügen mit Fahrern fahren. So muss die Bahn nicht gleich das gesamte System umkrempeln. Noch ein Zug, der aber sehr wohl etwas umkrempelt, den Containertransport. Die Magnetschwebebahn könnte schon in 3 Jahren mit 150 km/h ins Hafenhinterland düsen und den LKW dort überflüssig machen. Grundsätzlich ist das System in der Lage, mit den Containern dann alle 20 Sekunden einen Container zu transportieren. Und das entspricht der Geschwindigkeit, wie die Container auch von einem großen Containerschiff entladen werden. Was aussieht wie ein Computerspiel, ist eine Fernsteuerung für richtige Mietwagen, die ferngelenkt zum Kunden kommen. Der übernimmt dann das echte Lenkrad. Wie viele Projekte dieser Art, ein Pilotversuch. Wir stellen heute hier ein wirklich spannendes Projekt vor, das die Möglichkeit hat, die Mobilität zu revolutionieren. Trotzdem wissen wir nicht, 2030, wo stehen wir da eigentlich, was passiert eigentlich genau? Und deswegen müssen wir auch mit ein bisschen Demut auf diese Entwicklung gucken und auch ein bisschen ausprobieren. Dieses Try and Error ist eine sehr wichtige Sache. Und vor allen Dingen müssen wir als Deutschland aber auch vorne dabei sein in der Digitalisierung und auch in diesen neuen Verkehrsmodalitäten, weil sonst werden die ohne uns stattfinden. Damit das Ausprobieren mit den Fehlern keine ernsthaften Folgen hat, sitzt auch im ferngelenkten Mietwagen noch ein Sicherheitsfahrer. Vorerst allerdings nur. Was da alles auf uns zukommt. Wir sind gespannt und bleiben natürlich für Sie dran. Es sind ganz viele Mails von Ihnen gekommen und Kommentare auf Facebook. Herzlichen Dank. Unter anderem von der Claudia Hebner aus Mehring. Großer The Cure Robert Smith Fan möchte wissen, Peter, ob du den auch mal getroffen hast. Den habe ich auch mal getroffen, wie man so Leute trifft. Ich habe kurz Hallo gesagt und er hat kurz Hallo gesagt. Meistens ist das dann nicht mehr. Also ich könnte jetzt keine Charakterstudie über ihn anlegen. Wie klang denn das kurze Hallo von Michael Jackson, dem du auch mal über den Weg gelaufen bist? Hallo.
Das ganz war's? Ja, mehr war. Mit Janet Jackson habe ich kennengelernt, LaToya Jackson, aber ihn leider, leider nicht. Also ja. Großen Stars. Phil Collins war natürlich dabei, den habe ich kennengelernt. Da hast du jetzt, glaube ich, das Hörbuch vertont, ne? Da habe ich, genau, da habe ich gerade das Hörbuch vertont, seine Biografie. Und da möchte ich sagen, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Also der hat kein so schönes Leben, wenn auch er ein interessantes gehabt. Wenn man das selber alles liest, merkt man das. Also, aber eine tolle Biografie auf jeden Fall. Warum hatte der kein schönes Leben? Ich meine, gut, er ist ja sehr alt, er ist sehr krank inzwischen. Jetzt inzwischen, ja eben. Er hat zu viel gearbeitet, er hat zu wenig Privatleben gehabt. Die Frauen haben ihn entweder ausgenommen oder er hat ihn nicht genug geboten, weil er dauernd auf Tournee war und 5 Projekte gleichzeitig gemacht hat. Und darum ist er jetzt so krank, wie er ist. Und das ist eigentlich sehr schade, muss ich sagen, weil er ist ein großartiger Musiker. Ja. Genau. Und das alles ist in dem Buch da. Das heißt ja auch, da kommt noch was. Also es geht noch weiter, meint er, und ich hoffe, dass es auch so ist. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht auf dem Schirm. Wie alt ist Phil Collins heute? Da frag mich was. Ich glaube, 60 oder so. Ich weiß es nicht genau. Also dem Krankheitszustand entsprechend 70, aber ich weiß es nicht genau. Die Anke, und das haben übrigens auch ganz viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer geschrieben, Dankeschön, fühlt sich zurückversetzt in die 80er, in ihre Teenagerzeit, dank dir. Du warst so wie ein Leuchtfeuer damals für viele Menschen, bist es noch heute. Warum hat diese Musik bis heute so eine Anziehungskraft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10 Jahren noch Barbie Girl aus den 90ern hören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die großen Hits aus den 80ern noch hören. Das habe ich ja in dem Buch da, Kult war nicht geplant, was ich gerade geschrieben habe, so ein bisschen auch versucht zu erklären. Warum ist das so? Es ist so, dass man einfach gute Gefühle damit zusammenbringt und die Musik natürlich auch nicht ganz so plastikhaft war, wie sie vielleicht in den 90ern dann war. Aber ich bin niemand, der sagt, früher war alles besser. Auch die Musik, heute gibt es fantastische Musik. Revolverheld waren ja gestern, glaube ich, bei dir eine Strate. Das sind alles tolle, tolle Musiker. Also es ist nicht alles früher besser gewesen, aber es war gelassener und irgendwie, man erinnert sich gern dran. Wir haben übrigens gerade geklärt, die Alexandra, unsere Regie, hat es mir gerade aufs Ohr gegeben, Phil Collins ist inzwischen schon 70. 70, er sieht aus wie 80 leider. Mehr Besserwisserei jetzt. Wir geben gleich ab an Dana Hoffmann, unsere Besserwisserin, und holen dazu die Esther jetzt zu uns in die Sendung aus Elpersheim in Baden-Württemberg. Guten Morgen, liebe Esther. Hallo. Liebe Esther. Hallo, guten Morgen. Wie ist das Wetter bei Ihnen zu Hause? Naja. Ich bin heute auch bei Nieselregen in die Arbeit getuckert. Peter, du auch? Ja. Es ist Herbst, da müssen wir durch. Ja. Genau, so ist. Unsere Besserwisserin Dana wird es heute wieder besser wissen. Sie hat eine Frage und die wirft sie auch gleich in den Raum zum Beantworten. Wir raten alle mit. Vorher lassen wir sie aber erstmal zu Ende shoppen. Also ich weiß nicht, wenn das nicht absolut mein Kleid ist, ich glaube, das muss ich haben. Ich muss erst mal gucken, was das gute Stück kostet, denn nicht, dass ich nachher an der Kasse mein blaues Wunder erlebe. Apropos, ich habe es ja so ein bisschen mit Redewendung, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Wieso sagt man das eigentlich, sein blaues Wunder erleben? Ich gehe mich mal eben in der Stadt umhören. Ich hätte es einfach auf die Seefahrt getippt, so unter den Seemannsleuten. Vielleicht hat es irgendwas mit dem Himmel zu tun. Wenn nach einem Regen oder Sturm dann auf einmal relativ schnell wieder der Himmel aufreißt. Das ist eine Brücke bei Dresden. Die ist mit einer Farbe bemalt worden. Und nach einiger Zeit hat sich diese silbrige Farbe in eine blaue Farbe verwandelt. Wenn der eine dem anderen auf die Schnute dreht. Und dann kann er sein blaues Wunder erleben. Woher kommt eigentlich die Redewendung sein blaues Wunder erleben? Dazu gibt es wie immer von mir vorneweg 3 Lösungsvorschläge. A, aus der Bibel. Denn dort steht ja die Geschichte von Moses drin, der das Meer geteilt hat. Und die Israeliten, die konnten dann ganz entspannt und vor allem trockenen Fußes durchs Meer durchlaufen. Die haben also wirklich ein Wunder erlebt. Und das Meer ist ja bekanntlich blau, also ein blaues Wunder. Oder ist es vielleicht B? Viele Farben haben ja eine bestimmte Bedeutung für uns. Rot zum Beispiel gilt als Farbe der Liebe. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und Blau galt lange Zeit als Farbe der Täuschung. Oder ist es vielleicht C? Wer sich mit dem falschen Gegner anlegt, der riskiert auch schnell mal ein blaues Auge. Der erlebt also eine böse Überraschung. Welche Antwort stimmt, gibt's dann gleich. Esther, was glauben Sie? Also ich würde auf B tippen. Sie gehen auf die Bedeutung von Farben? Ja. Peter, gehst du da mit?
Ja, sicher. Ich hätte vielleicht auch die Boxergeschichte da also eher gedacht, aber es ist schwer zu sagen. Ich weiß es auch nicht genau. Esther lässt sich nicht davon beeindrucken. Nee, nee. Sie bleiben bei C, bei B, Entschuldigung. Ich bin bei B. Nein. Also wir einigen uns auf B? Ja. Gut, dann schauen wir uns mal an, das was Dana dazu nicht sagt. Aber ich gönne es ihr, wenn es stimmt. Warum ist das Wunder, das man erlebt, eigentlich blau? Naja, so viel schon mal zur Info. Die Bibel hat damit nichts zu tun und Antwort A fliegt raus. Auch Antwort C fällt weg. Die Herkunft dieser Redewendung ist weniger brutal. Richtig ist Lösungsvorschlag B. Im Mittelalter galt Blau als Farbe der Täuschung. Ja, und wer so eine richtig böse Überraschung erlebte, der erlebte eben sein blaues Wunder. Heute hat die Farbe Blau übrigens einen deutlich besseren Ruf und ist sogar der absolute Liebling bei den Deutschen. Ja, Blau gilt als seriös und wird deshalb häufig im Marketing verwendet. Und gerade Banken und zum Beispiel Versicherungen greifen häufig auf diese Farbe zurück. Ja, Moment mal, vielleicht sollte ich mir dann doch lieber ein blaues Kleid kaufen? Auch nicht schlecht. Glücklicherweise hat sich die Esther durchgesetzt, bis bei deinem Weg geblieben. Dabei habe ich doch schon ein blaues Jackett, hätte ich jetzt eigentlich wissen müssen. Aber herzlichen Glückwunsch, das ist natürlich richtig gewesen. Ja, ich hätte es nicht gewusst. Ja, du, das ist das, manchmal, da ist man einfach auf der falschen Fährte, Peter. Ja, ja, ja. Genau. Sollen wir alles unterschreiben und durchschicken oder möchten Sie es blanko haben, Esther? Prinz geht beides. Kriegen wir hin. Okay. Unterschreiben wir ihn, schicken wir und alles Gute nach Baden-Württemberg. Dankeschön und ihr seid toll, wollte ich sagen. Danke, schöne Grüße nach Baden-Württemberg. Dankeschön und ihr seid toll, wollte ich sagen. Danke, schöne Grüße nach Baden-Württemberg. Eine schöne Restwoche Ihnen. Ja? Und Lob wieder auch unterschreiben. Ich soll auch unterschreiben, mache ich sehr gerne. Ja, alles Gute, Esther. Ciao. 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 Tschüss. Für dich geht es jetzt nach der Sendung nach Brüssel, ne? Genau, nach Brüssel. Da bin ich dann, ich mache im Moment sehr viel Radio. Bei WDR 4 mache ich freitags ab ins Wochenende. Dann mache ich 80s, 80s. Da bin ich dann wieder ganz woanders und mache Morgenshows. Das ist so ein Websender, der sich mit 80er Musik beschäftigt. Und kurioserweise sind da ganz viele jüngere Menschen, die zu der Zeit gar nicht gelebt haben, die jetzt die 80er Musik mögen. Insofern knüpft das an deine Frage an von damals. Es ist nicht nur eine Sehnsucht der Älteren, sondern auch Jüngere entdecken komischerweise diese Phase neu. Warum auch immer, es ist so. Nach Brüssel zieht es dich, da lebt dein Freund. Wenn man an Brüssel denkt, denkt man an die EU. Stimmt. Ja. Was ist Brüssel noch? Davon mal Brüssel abgesehen. Ist eine sehr anarchische Stadt, was mir sehr liegt. Ehrlich? Ja, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das ist für mich immer so eine Sache, ich kann mich Autoritäten sehr, sehr schlecht unterordnen. Das muss man in Brüssel nicht. Da kann jeder machen, was er will, so ungefähr. Das ist das Schöne und es ist eine wunderschöne Stadt, weil ja nichts im Krieg zerstört worden ist. Also wenn man von Aachen kommt, nach Brüssel fährt, dann sieht man den Unterschied. In Aachen sind halt Häuser, die eher ein bisschen langweilig sind, wegen Kriegszerstörung. In Brüssel ist alles noch erhalten. Das heißt, die ganzen alten Häuser, du gehst um die Ecke und siehst ein wunderschönes Haus und denkst, boah, toll, das ist Brüssel. Und das ist, und es ist nicht verzickt und nicht so arrogant, wie Paris teilweise ja ist. Man kann sprechen, was man will, Deutsch, Englisch, Französisch natürlich. Alles geht. Man fühlt sich sehr, sehr beheimatet, auch als Nicht-Belgier. Und das ist wunderbar. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so riesig. Also man kann vieles wahrscheinlich zu Fuß oder man kann vieles zu Fuß machen, den großen Platz sich angucken. Also eine sehr, sehr schöne Stadt, sind alle sehr willkommen. Und da habe ich mein Buch geschrieben, in Brüssel tatsächlich. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise, freuen uns auf ein Wiedersehen. Peter Illmann heute, ihr und mein Gast am Frühstückstisch. Wir sehen uns gerne morgen wieder, wenn Sie mögen. Kurz nach 9 geht's los hier im ZDF bei Volle Kanne. Einen schönen Tag Ihnen.